Henrik Streeck ist bei uns, leitender Virologe der Uniklinik Bonn. Ich möchte aber erstmal sprechen über diese Sehnsucht nach dem Impfstoff. Auch die war zu spüren. Und die Ständige Impfkommission hat ja schon gesagt, wer zuerst in der Reihe stehen sollte. Mhm. Nur diese älteren Mitbürger, die Heimbewohner, das sind ja in der Summe zusammen mit dem Personal, das sie pflegt, schon über 8 Millionen Menschen, hat man durchgezählt. Wir werden im Januar, so erwartet Jens Spahn, nur 3 Millionen Impfdosen haben. Und die reichen ja nur für die Hälfte der Menschen, also für 1,5 Millionen Menschen, weil man zweimal geimpft wird. Wie will man da auswählen, Herr Streeck? Ja, also es geht ja nur schrittweise, dass man anfängt, mit den Impfdosen, die man hat, zu arbeiten. Wir haben ja auch Impfdosen gesichert von anderen Herstellern, sodass man natürlich jetzt im Januar nicht erwarten kann, dass der Impfstoff plötzlich das Ende bringt und die Normalität bricht wieder aus, sondern es wird sich über die nächsten Monate hinstrecken, dass wir die Menschen erstmal geimpft haben, die geimpft werden müssten. Das sind jetzt verschiedene Impfstoffe im Spiel, sagen Sie. Hat man die denn überhaupt schon mal an älteren Menschen getestet, an vorerkrankten Menschen getestet? Oder sind in diesen Studien vor allem so schlanke, gesunde Männer um die 40 eingegangen? Ja, normalerweise macht man das bei Impfstoffen, dass man das wirklich an fitten Menschen nur testet. Aber die Daten von BioNTech, also Pfizer, die vorliegen, die wurden auch an älteren Menschen getestet. Okay. Und die zeigen eine sehr hohe Wirksamkeit, also Effektivität, wie wir das sagen, auch bei älteren Menschen, was erstaunlich gute Daten sind. Wir haben alle von diesen sagenhaften 95% Wirksamkeit gehört. Jetzt gibt es ganz neu endlich mal auch ein bisschen Einblick in die Testdaten. Sie haben uns eine Grafik mitgebracht und können vielleicht mal erklären, was man in diesen Kurven sieht. Da gibt es unten so eine flache blaue Linie und dann gibt es eine ansteigende, stark ansteigende rote. Was sagen Sie? Also die X-Achse zeigt eigentlich die Zeit, das sind die Tage. Und die rote Linie zeigt, was in der Gruppe, die nicht geimpft wurde, passiert. Also das sind die Infektionen bei denen, die gar keine Impfung bekommen haben. Also links unten sozusagen ist Zeitpunkt der Impfung, aber die Roten haben eben nur ein Placebo bekommen, also eine unwirksame Kochsalzlösung oder irgendwas. Genau. Und das wirklich Eindrucksvollste, also das hat mich selber auch überrascht, wie stark der Effekt ist. Da sieht man ab Tag 10 in der blauen Linie, in den Menschen, die geimpft wurden, dass es keine Infektionen oder ganz wenige Infektionen nur gibt, aber im Vergleich zu denen, wie das in der anderen Gruppe angestiegen ist. Also wirklich ein Dollar-Effekt, den man dort bei dem Pfizer-Impfstoff gesehen hat. Genau, Pfizer bedeutet, das ist der BioNTech-Impfstoff, der in Mainz im Wesentlichen entstanden ist. Dürfen damit eigentlich auch schon Kinder geimpft werden? Ja, also Kinder, da ist man ja immer erstmal vorsichtig, dass man die gleich impft, sondern da werden jetzt im Nachgang solche Brückenstudien gemacht, dass ausprobiert wird, ob der Impfstoff auch bei Kindern sicher ist. Also derzeit ist er nicht für Kinder zugelassen. Schützen diese neuen Impfstoffe, vor allem diese mRNA-Impfstoffe, wie der von BioNTech einer ist, also die mit Gentechnik entwickelt wurden, schützen die eigentlich vor Ansteckung? Oder schützen die nur davor, dass ich erkranke, wenn ich angesteckt bin? Ja, das kann man leider noch nicht genau sagen. Also, wäre aber wichtig zu wissen, oder? Es wäre in der Tat wichtig zu wissen, aber jetzt wurde ein Impfstoff sicher und schnell hergestellt und wurde eben geschaut, wie viele erkranken denn eigentlich, also bekommen eine Covid-19-Erkrankung. Es wurde nicht jeden Tag oder einmal in der Woche getestet, ob jemand infiziert ist. Das wäre ein logistischer Aufwand, der eigentlich schwer durchzuführen wäre. Also auch diese flache blaue Linie der Geimpften zeigt nicht eindeutig, dass sie sich gar nicht mehr anstecken, sondern es könnte sein, dass die sich angesteckt haben, aber nicht erkrankt sind und deswegen auch gar nicht auf dem Virus getestet wurden. Die Möglichkeit besteht, also dass sie nicht erkranken, aber trotzdem das Virus in sich tragen, also infektiös sind. Was ja dann die Pandemie nicht stoppen würde. Das heißt, jemand, der geimpft ist, könnte trotzdem das Virus weitergeben, also in seiner Familie beispielsweise, wenn er von der Arbeit kommt als Pflegekraft. Ja, aber ich bin mir sicher, dass Studien relativ bald kommen werden, die auch diese Frage oder diese Lücke da wirklich schließen werden. Aber wenn wir jetzt auch anfangen mit den älteren Menschen, die zu impfen, schützen wir die zumindest vor einem schweren Verlauf. Sie hatten schon gesagt, wie schnell diese Impfstoffentwicklung war. Sie haben auch gesagt, dass sie sicher war. Aber da sind viele Leute ja skeptisch. Die sagen, so ein Tempo hat es noch nie gegeben. Das war übereilt. Und letztlich sind wir jetzt alle doch auch Versuchskaninchen. Der eine oder andere hat vielleicht gehört, dass es in England, wo der Impfstoff ja schon notzugelassen wurde, die ersten Allergiereaktionen gegeben haben soll. Also können Sie diese Bedenken ausräumen? Also es stimmt erstmal, dass es ein Tempo gewesen ist, was es in der ganzen Impfstoffforschung noch nie gegeben hat. Aber dabei, und das ist wirklich wichtig, dass man das sagt, es wurden keine
Kurven, also Abkürzungen genommen, keine Kurven ausgelassen. Was gemacht wurde, ist, dass man die Prozesse gestrafft hat, dass man die enger beieinander gebracht hat und dass man die Möglichkeit hatte, schon mit dem nächsten Versuch anzufangen, während der erste noch evaluiert wurde. Dadurch konnte man die Zeitachse einfach so verkürzen, dass man einfach die Möglichkeit hatte, den Impfstoff so schnell zur Verfügung zu stellen.